Die gotische Pfarrkirche der Gemeinde Seligenporten in der Oberpfalz im Landkreis Neumarkt birgt eine einmalige Kostbarkeit. Es handelt sich dabei um Deutschlands ältestes Chorgestühl. Betritt man den barock ausgestalteten Innenraum der Kirche, so muss man sich nach links wenden und erreicht hier eine alte Holztreppe aus dem 14. Jahrhundert. Dort geht es über ausgetretene Stufen nach oben. Auf die Empore mit dem 600 Jahre alten Nonnengestühl. Ist dieses Chorgestühl auf der Empore der Pfarrkirche. Es ist auf jeden Fall das älteste in Süddeutschland und wahrscheinlich auch das älteste in ganz Deutschland. Beeindruckend auch die bemalte Holzdecke des Kirchenschiffs. Eine kulturhistorische Einmaligkeit beherbergt die Pfarrkirche St. Vitus in Cottingwörth im Naturpark Altmühltal. In der ehemaligen Chorkapelle, seit der Barockisierung der Kirche im 18. Jahrhundert als Taufkapelle genutzt, haben sich unter dem Putz mittelalterliche Fresken aus dem Jahr 1310 erhalten. Freigelegt und restauriert wurden diese Fresken bei Renovierungsarbeiten gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zwar wurden sie der Gepflogenheit und dem Geschmack der damaligen Zeit entsprechend teilweise sehr großzügig retuschiert, was jedoch ihrer Originalität keinen Abbruch tut.
Er ist die Kathedrale des Altmühltals, der Willibaldsdom zu Eichstätt. Das Hauptportal auf der Nordseite des Domes zieren farbenfroh bemalte gotische Figuren. Das Portal trägt die Jahreszahl 1396 und zeigt sowohl den Tod Mariens als auch Maria als Himmelskönigin. Die Innenausstattung des Domes reicht von romanischen über gotische bis zu barocken Elementen. Die heutigen Fenster stammen aus dem 19. Jahrhundert.
Das Mortuarium des Eichstätter Domes ist der bedeutendste Bau der süddeutschen Spätgotik. Hans Peuerlin wird als Erbauer angesehen. Der neue Hauptaltar von Theo Heyermann und Ella Hillebrand. Thank you.
Der Eichstätter Dom ist die Grablege des heiligen Willibald. Die Renaissance-Skulptur schuf Loy Hering. Der Rokoko-Baldachin-Altar wurde im Jahr 1745 anlässlich des 1000-jährigen Bestehens des Bistums Eichstätt errichtet.